Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist jetzt ein sehr, sehr spontanes Video und es ist auch schon super spät. Es ist jetzt 20 vor 10. Und mir ist jetzt ganz spontan. Also ich habe schon länger vor, allerdings wäre es zu unglaubwürdig gewesen, das schon vorab zu machen. Aber jetzt gerade in dieser Situation passt es wirklich wunderbar. Ihr habt schon im Titel gelesen, ich werde meinen Mann etwas pranken. Und zwar werde ich so tun, als ob die Fruchtblase geplatzt ist. Ich bin jetzt in der 36. Woche und theoretisch kann natürlich so oder so mal alles passieren. Aber es ist jetzt auch wirklich in den letzten Tagen gewesen, dass ich ganz, ganz starke Venen teilweise hatte. Und ja, der Gebärmutterhals ja auch schon ein bisschen verkürzt ist und die Venen also etwas bewirken. Und das weiß er auch und verdient hat er es wirklich allemal, auch mal geprankt zu werden, weil er wirklich jeden anderen Menschen die ganze Zeit prankt, inklusive mir. Ich war auch schon oft die Leidtragende von der ganzen Geschichte und deswegen hat er mal so ein bisschen den Arsch voll verdient, würde ich mal sagen. Ja, und um das Ganze irgendwie noch glaubwürdiger zu machen, dachte ich, dass ich das irgendwie so hinbekommen muss. Und ich weiß immer noch nicht, wie, dass die Fruchtblase vor seinen Augen platzt, also dass das Wasser dann rauskommt sozusagen und nicht irgendwie, dass ich mir das vorher schon hinmache. Ich habe das übrigens auch schon mal gemacht, also noch lange vor YouTube habe ich das schon mal gemacht bei ihm, als ich mit Marlo schwanger war. Allerdings habe ich es ja nicht so lange durchgezogen, weil wir da gerade auf der Hochzeit von seiner Schwester waren und eigentlich war es auch nur Zufall, weil ich habe getrunken und dann lief alles auf mein Kleid und das war dummerweise genau da, wo der Bereich ist, der nass werden könnte, wenn die Fruchtblase platzt. Und da habe ich ihn damals schon verarscht, aber das wollte ich jetzt nicht so in die Länge ziehen, weil wir da, wie gesagt, auf der Hochzeit von seiner Zwillingsschwester waren und deswegen, muss er heute nochmal dran glauben. Und jetzt werde ich erstmal alle Vorkehrungen treffen. Angefangen damit, dass ich meine Schwiegermama jetzt anrufe und sie einweihe, damit sie gleich nicht ans Telefon rangeht, wenn er anruft. Damit er mal kurz so richtig schön verzweifelt ist, wenn es losgeht. Genau, weil die würden wir ja erst so kontaktieren, wenn es jetzt tatsächlich losgehen würde. Und deswegen wird die jetzt erstes mal angerufen. So, Zoe und Marlo, meine beiden Babys, schlafen nämlich schon. Und wir hätten dann jetzt keine Chance wegzukommen, wenn es jetzt losgehen würde und wir keinen hätten. Hi, du, ich wollte dich nur mal vorwarnen. Okay, ciao. Okay, seine Mutter feiert schon mal richtig. Ich sag's euch, sie feiert sowas voll. Und sie weiß, er hat es verdient. Und jetzt schreibe ich noch ein paar Leuten, denen er Bescheid sagen könnte, wenn es losgeht, dass die kommen sollen und auf die Kinder eben aufpassen, während sie schlafen. Ich muss nachher erstmal schauen, wie ich die Kamera am besten hinstelle, aber mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts Besseres ein, außer so ein Zipperbeutel und ich hoffe, das funktioniert, ey. Ich hoffe, das Ding hält, aber so gut schaut es mir nicht aus. Hier blickt es ja jetzt schon durch. Aber ich will halt, dass es wirklich nass wird, wenn er dabei ist. Und keine Ahnung, vielleicht habe ich noch oben irgendwie einen anderen Beutel oder sowas, weil ich wollte es erst mit so einem Wasserballon machen, aber erstens habe ich keinen hier und zweitens knallt das ja voll. Und da muss ich ja schon richtig drauf rumhüpfen, dass das Ding überhaupt platzt. Und ich glaube, sowas geht deutlich schneller auf, aber ich glaube, das geht mir hier schon zu schnell auf, weil das hält ja jetzt schon nicht. Muss mal schauen, wie ich das mache. Auf jeden Fall sollte ich mich bald mal beeilen, denn er kommt bald nach Hause. Okay, ich habe jetzt nichts anderes mehr gefunden, außer diesen Zipper hier. Und das muss jetzt irgendwie funktionieren. Also ich habe es mir eben über Kopf gehalten und da leckt es so ein bisschen raus. Aber das muss ein bisschen halten. Ich mache es einfach ganz schnell, kurz und schmerzlos. Ich bin so gespannt, ob das klappen wird, ey. So, ich habe es jetzt auf der Toilette mal versteckt, weil ich natürlich jetzt nicht die ganze Zeit damit rumreden möchte. Wenn er kommt, weil er ist jetzt, er hat Training und jetzt kommt er nach Hause und bringt auf meinen Wunsch einen Döner mit. Um echt zu sein, habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, aber wirklich, wenn es einer mal verdient hat, wirklich mal ein bisschen verarscht zu werden, dann ist es Mimi. Tut mir leid, Herb. Oh Mann, ey. Voll fies.
muss ich mal schauen, wie die Kamera gleich platziert werden kann, ohne dass es ihm direkt auffällt. Okay, so steht sie ja schon mal blöd. So, hier werde ich euch nachher hinstellen. Kommt jetzt nämlich gleich mit Essen. Aber da ich ihn kenne und er erstmal in die Küche geht, wird ihm das sofort auffallen. Deswegen muss ich es kurz davor irgendwie dahinstellen. Ja, wünsch mir Glück. Die Kamera gesehen. Du bist so eine blöde Sau, ey. Oh, Ende. Wusstest du schon vorher? Nein, wusste ich nicht. Ich hab grad nur gedacht, ey, wieso bleibst du zurück? Als ich dann gesagt habe, ja, was soll ich holen? Ich habe dann direkt meine Mutter angerufen, so, es hat schon geklingelt. Sie weiß schon Bescheid. Achso, okay. Eigentlich wollte ich es wirklich sehr lang ziehen. Ich habe sogar schon oben eine Kamera aufgestellt, damit man nicht hektisch die Sachen packen muss. Ehrlich. Das wäre so schön gewesen. Aber ich habe die Kamera gesehen. Das gibt's doch nicht. Aber ich hatte keine andere Möglichkeit, die irgendwo anders hinzustellen. Du hättest deine Mutter nicht erreicht heute. Willi auch nicht und Paga auch nicht. Und Walga auch nicht. Jetzt hör bitte auf. Oh. Das macht alles Bescheid. Oh Mann, es hätte so schön werden können. Es hat so gut angefangen. Ja, ich habe nur Tropfen sehen. Ich hab auch etwas. Oh Mann. Jetzt hat er die scheiß Kamera gesehen, hey. Dadam. Fail. Deine Mutter hat sich aber am meisten darüber gefreut. Wow. Ja, schade. Ich hätte es noch wirklich gerne weiter hinausgezögert. Aber er hat es gecheckt. Schade. Und was sagst du dazu? Ich bin enttäuscht. Schockiert. Was bist du? Ruskiert. Enttäuscht? Hast du dich gerade kurz gefreut, ja, dass es losgeht? Aber es wäre noch zu früh. Nein, ich habe mir schon Sorgen gemacht und gesagt, okay, ein Monat zu früh ist schon krass. Und kurz war ich wirklich im kleinen, etwas hilflos. Im kleinen Hektikmodus? Ja, klein. Und Gott sei Dank habe ich die Kamera früh genug gesehen. Das ist echt, weil es hat schon viel mal geklingelt und meine Mutter ist nicht rangegangen. Oh. Ich bin ganz froh. Wie kann man sich so die Mühe machen, wenn sich eine...
einen Zipper in die Hose stecken und dann auch noch drauf sitzen. Und ich habe es von hier vom Sofa aus gesehen, wie es getroffen hat. Oh Gott. Ich so, fuck, okay, es geht los. Es war schon sehr glaubwürdig, oder? Es war sehr glaubwürdig, aber wie gesagt, ich stand halt in dem Winkel und habe dann... Hast die blöde Kamera gesehen? Ja, an dir vorbeigeschaut und da habe ich das gesehen. So ein Scheißdreck, aber ich hätte sie auch nirgends anders verstecken sollen. Hier, da stand sie. Verstecken können, meine ich. Also, hier dazwischen, weil hier damals hat das super geklappt bei dem Prank. Oh Mann, so scheiße, ich hätte so durchgezogen. Tadam! Naja, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und lasst mir gerne ein Abonnement da. Das nächste Mal geht's auch wirklich los, Herb. Oh. Nochmal mache ich sowas nicht. Muss ja immer noch glaubwürdig bleiben hier, ne? Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.